Willkommen zum Inktober 2024 Bild, Tag 12 mit Remote, also Fernbedienung. Und ich habe mir da gedacht, ich male ja mit alles mit Katzen, dass es ja ganz cool wäre, so eine Katze, die eine ferngesteuerte Maus bedient, um andere Mäuse aus ihren Löchern zu locken. Genau. Und wie immer fange ich an mit so einer ganz, ganz groben Bleistiftskizze. Und ja, ich wurde dann unterbrochen von Peanut, die gerade mega kuschelig und anhänglich ist und mich einfach nicht in Ruhe zeichnen lassen wollte. Und sich dann erstmal ausgiebig halt knuffeln lassen. Und wir haben uns dann auf einen Kompromiss geeinigt, dass sie neben dem Büchlein sitzt, während ich weiterzeichne. Das hat dann irgendwann geklappt. Genau, wer die letzten Videos nicht gesehen hat oder das letzte Video, ich habe glaube ich erst eins dazu hochgeladen. Ich male hier in so einem ganz kleinen, selbstgemachten Skizzenbuch aus so ganz billigem Papier von einem alten Notizbuch, was ich da recycelt habe. Ist also qualitativ nicht besonders hochwertig, aber für die Größe lässt sich dann trotzdem mit Aquarellfarben darin malen. Und ich bin dieses Mal wirklich happy mit dem Bild, was dabei entsteht. Das letzte Mal, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und diesmal ist genau das Gegenteil. Also es ist eins meiner aktuellen Lieblingsbilder aus dieser Serie geworden. Und wenn ich irgendwann mit allen 31 Bildern fertig bin, falls ich das dieses Jahr zum ersten Mal schaffen sollte, oder wenn ich halt irgendwann aufgebe, dann mache ich ein kleines Flip-Through, also dass wir einmal das Skizzenbuch durchblättern und uns alle 31 oder wie viele Bilder auch immer gemeinsam angucken. Ja, nach der ganz groben Skizze kommen hier dann erstmal die Details, die ich ausarbeite. Ich habe mir halt überlegt, dass diese Katze dann diese große Fernbedienung wie bei so einem ferngesteuerten Auto in der Hand hält und irgendwie so eine coole Lederjacke trägt, wie in so einem Hacker-Room oder sowas. Das sieht man dann auch im Hintergrund, dass ich versuche, da so ein bisschen einen ganz groben Hintergrund zu gestalten. Aber auch mit der Skizze war ich schon echt happy. Also da habe ich schon gemerkt, so, ich glaube, diesmal geht es in die richtige Richtung. Fange jetzt hier gleich an, mit den Fineliner nachzuzeichnen, mit meinem Füller. Das ist so ein Carbon-Ink-Füller, einfach mit wasserfester Tinte drin. Und wie letztes Mal schon erwähnt, der funktioniert auch bei mir als Linkshänder ganz, ganz wunderbar. Und er funktioniert auch wunderbar, wenn ich den mal länger liegen habe, im Gegensatz zu allen anderen Füllern, die ich habe. Ich glaube, deswegen habe ich so selten Füller verwendet, weil ich ja dann doch auch mal Zeichenpausen habe oder ja auch nicht immer mit dem gleichen Medium zeichne und die Sachen dann auch mal Wochen oder Monate da liegen unbenutzt. Und ja, dieser Füller, der ist wirklich, also keine Werbung, sondern unbeauftragte Werbung. Ich bin einfach wirklich begeistert. Ich habe mir den irgendwann mal auf Amazon gekauft und ich glaube, auf meiner Wunschliste hatte ich den genau und der ist auf meiner Wunschliste dann gekauft worden. Und seitdem liebe ich den. Und der hat auch so eine ganz feine Strichstärke. Also für mich ist der einfach super. Und deswegen verwende ich ihn auch hier in jedem Bild. Ich hatte einmal, glaube ich, so einen Inkblob, sieht man dann so relativ am Anfang irgendwann. Und da habe ich dann einfach einen kleinen Geist draus gemacht, um das Bild dann doch zu retten, weil ich keine Lust hatte, es nochmal zu zeichnen. Ja, und hier so die letzten Züge der Skizze. Es ist übrigens gerade 3.05 Uhr in der Nacht, als ich das hier aufnehme, das Voice-Over. So, und hier seht ihr jetzt, wie ich mich an den Hintergrund mache. Und zwar habe ich mir überlegt, das so anzudeuten, als wären da Monitore irgendwo im Hintergrund. Also wie halt in so einem Hackerloft oder so, wo dann halt so Monitore an der Wand hängen, wo dann alles mögliche an Daten draufläuft und alles so ein bisschen dunkel gehalten. Einfach, weil ich an diesen ganzen Bildern im Inktober gemerkt habe, das Bild wirkt allgemein irgendwie besser und mit mehr Tiefe und so natürlich, wenn es einen richtigen Hintergrund hat und nicht irgendwie nur so ein bisschen Farbe im Hintergrund. Und deswegen habe ich das hier so versucht und muss sagen, am Anfang dachte ich, oje, das klappt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber am Ende finde ich es echt, passt das irgendwie. Auch wenn ich das wirklich nur ganz rudimentär im Hintergrund irgendwie gestalte. Aber es hat am Ende irgendwie eine Wirkung. Vor allem ganz am Ende, wo ich dann noch ein paar Anpassungen mache, aber da kommen wir dann gleich dazu. Und ich arbeite hier einfach mit Grau und Schwarz am Boden und an der Rückwand. Ganz unten ist, glaube ich, so ein Misty Gray oder sowas in der Richtung. Einfach so ein granulierendes Grau, was so ein
mehrere Farben beinhaltet. Das in der Mitte ist einfach nur ein Schwarzton, den ich mit Wasser verdünnt habe. Und für die Monitore hat es ein helles Blau. Und oben für die Wand, die Rückwand, nehme ich auch nochmal ein Blau, was ich mit in dieses Schwarz mische. Einfach, dass wir hier nicht nur ein schnödes Grau haben. Und das ist dann eigentlich auch schon so mein ganzer Hintergrund, wobei mir dann gleich noch auffällt, die Monitore sehen eher aus wie Fenster aktuell. Und deswegen kommt da gleich dann auch noch so ein bisschen kryptische Zeichen oder einfach ja, irgendwas rein, damit es halt mehr aussieht wie ein Monitor zum einen Schluck trinken. Und hat um 3.05 Uhr echt einen Pappmund, muss ich sagen. Für die Fellfarbe habe ich mich für ein so orangebraun entschieden. Ich glaube, meine Katzen sehen oft echt sehr gleich aus von der Fellfarbe, aber mir gefallen so Brauntöne immer ganz gut, beziehungsweise hier in so ein, eher so ein Orangeton. Und wie es so bei vielen orangenen Katzen ist, gibt es dann eben auch so ein paar weiße Highlights im Fell, also die Schnauze, die Brust und sowas an den Pfoten unten. Die Sachen lasse ich jetzt einfach mal weiß. Ich habe es ja beim letzten Bild nicht weiß gelassen, sondern noch braun gefärbt, mit einem anderen Braun. Das hat mir halt echt gar nicht gefallen. Und das mit dem Weiß passt jetzt echt gut. Für die Maus noch ein bisschen ein anderer Braunton. Ich habe auch hier wieder die Core und die Daniel Smith Farben verwendet. Einfach die Farben, die mir gerade passten. Teilweise so ein bisschen zurechtgemischt, dass die Farbe noch ein bisschen anders aussah. Und versuche auch hier wieder ein paar Kontraste zu setzen, also ein bisschen zu überlegen, wo könnte das Licht herkommen, ein bisschen Bereiche, die noch etwas dunkler sind, um dem Ganzen einfach etwas mehr Tiefe zu verleihen. Funktioniert halt auf diesen Papieren immer nur so semi-gut, ne? Man kann jetzt keine super weichen Übergänge machen, man kann die Farbe auch nur bedingt wieder ablösen vom Papier, weil es einfach alles total aufsaugt sofort. Aber wie gesagt, oft in dem Maßstab ist das alles gar kein Thema und es sollen ja auch nur kleine Bilder sein, weil ich gerade einfach nicht die Zeit und Nerven habe, um große Bilder zu malen. Hier dann einmal noch die Augen, die werden grün. Genau, bei der Antenne habe ich noch so ein bisschen gelb reingemalt, um so quasi noch so das Funksignal darzustellen oder so die Aktivität der Antenne. Ist aber im Gesamtbild dann eigentlich ganz gut geworden. Ja, die Fernbedienung wird dann eben einfach in verschiedenen Grau- und Schwarztönen versucht, da so ein bisschen noch einen 3D-Effekt reinzubekommen oder ein bisschen Tiefe. Und bei der Lederjacke habe ich mich dann entschieden, auch für ein ganz dunkles Braun, das ich mir angemischt habe. Ich wollte einen Kontrast halt haben zur Fernbedienung, also nicht wieder einfach nur Grau und Schwarz. Und habe dann so ein paar kleine Highlight-Stellen freigelassen, wo ich danach dann einfach nur mit einem ganz hellen Braun drüber gehe, damit die auch wirklich Highlights bleiben, weil bei Lederjacken oder auch Kunstlederjacken hat man das ja oft so, wo dann das Licht drauf fällt, dass man dann noch so ein bisschen so ein weiß bis ganz hellbraun oder hellschwarz hat, hellschwarz, hellgrau. genau, und das finde ich eigentlich auch ganz gut geworden. Also wie gesagt, alles so für diesen Maßstab und dass ich alles relativ schnell versuche, weil ich ja meistens entweder jetzt nachts male oder wenn das Baby irgendwie gerade schläft oder einfach glücklich neben mir liegt. Dafür finde ich es eigentlich ganz gut geworden. Ja, hier noch überall so ein paar dunkle Kontraststellen und dann gehe ich auch, glaube ich, jetzt gerade noch genau an die Schatten unter der Maus und unter der Katze, dass wir hier noch ein bisschen so Tiefenwirkung haben und versuche auch gleich noch ein bisschen was in den Hintergrund zu setzen, einfach damit es da nicht auch ganz so platt ist von den Farben, genau, dass da einfach noch ein bisschen was passiert, es aber weitestgehend trotzdem einfach im Hintergrund bleibt und einfach wirklich ein Hintergrund ist, der einfach da ist, der aber jetzt nicht die Aufmerksamkeit quasi vom Vordergrund wegnimmt. Genau. Hier nochmal so die letzten Schattendetails und ich werde auch gleich mit den Highlights im Auge kämpfen. Da nehme ich meinen lieben Gelstift, den ich eigentlich immer verwende, aber die Augen waren auch ein bisschen feucht von den Schatten eben und deswegen funktioniert das nicht so wirklich gut. Und ja, ich gehe da vor und zurück, versuche das auch noch ein bisschen trocken zu tupfen. Habe mir dann noch einen Acrylstift rausgesucht, aber weil es immer noch nicht so richtig trocken war, naja, war das auch nicht so toll. Und zum Schluss habe ich dann zu Gouache gegriffen, so, um da dann noch irgendwie so
die Flecken hinzusetzen, die weißen, und das hat dann auch funktioniert. So, hier mein Gouache-Töpfchen, die Highlights rein und das Bild abschließen, dachte ich. Hier sieht man dann gleich, wie ich das Bild in die Kamera halte oder generell einfach zeige, so von wegen, ha, guck mal hier, ne? Ich bin fertig. Und am nächsten Morgen beim Fotografieren für Instagram merke ich so, nee, ich bin noch nicht fertig. Dann habe ich nämlich nochmal, wie bei vielen anderen Bildern im Inktober, die Außenlinie verdickt. Vielleicht fällt euch das auf. Ich habe einfach nochmal mit einem dickeren Feinliner hier die Außenlinie um die Umrandung gezogen, damit wir nochmal ein bisschen mehr Kontrast zum Hintergrund haben, dass die Katze ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt und die Maus. Und jetzt bin ich super, super happy mit diesem Bild und kann mich ans nächste Bild machen. Dankeschön fürs Zusehen und vielleicht auch Zuhören.